Alexander Jokisch, 1953 in Bonn-Beul geboren, gestaltet Lebens- und vor allem sakrale Räume. In seiner Ausstellung Alltagsliturgie im Kunsthaus Troisdorf stellt der Künstler anhand von Fotografien des Fotografen Franky Paquet die von ihm gestalteten Lebensräume vor und er erläuterte in der Vernissage seine Ideen und Umsetzungen. Sein bekanntester sakraler Raum ist wohl die Arena-Kapelle auf Schalke, als ruhiger Kontrapunkt zum lauten Geschehen im Stadion. Herzlich willkommen hier bei uns im Troisdorfer Kunsthaus zu einer außergewöhnlichen Ausstellung. Ich habe meine Arbeit und die Sakralräume insbesondere immer als meinen Weg in diese Welt verstanden. Ich hatte nie den Weg vor mir aus dieser Welt woanders hin, sondern ich hatte immer die Aufgabe für mich so gesehen, einen Weg in diese Welt zu finden. Was zunächst auffällt, ist, wenn man den Kirchenraum betritt, dass da nicht eine Christusgestalt hängt, sondern zwei. Und zwar einmal, so wie der Natur alle Gestalt ist, nämlich begrenzt. Das macht es aber auch zum Individuum. Und auf der anderen Seite die Möglichkeit, als Öffnung sich zu empfinden, hin zu dem anderen. Dem grundsätzlich anderen. In der evangelischen Kirche in Asbach malte Jokisch als Apsisbild die Schöpfungsgeschichte und wurde dabei selbst zu einer, denn er übermalte das Bild alle 4 Wochen und arbeitete insgesamt 21 Jahre daran. Und zwar habe ich die Idee entwickelt, die Schöpfungsgeschichte darzustellen. Und ich wollte eine Analogie schaffen zwischen der Schöpfungsgeschichte, die wir kennen aus der Genesis, und der Schöpfungsgeschichte, die mich betrifft oder uns. Das heißt im Klartext, die jetzt stattfindet. Wir sind die, die die Schöpfungsgeschichte mitgestalten. Wir sind Mitschöpfer. Und das geht natürlich nicht besser, als dass man nicht einfach ein fertiges Bild in den Kirchenraum hängt, sondern hingeht und sagt, ich komme alle 4 Wochen und überarbeite das insgesamt. Das wird alle Phasen der Genesis durchlaufen, aber dann nicht aufhören, sondern es wird in der Gegenwart landen. Wichtig ist vielleicht noch dazu zu sagen, was ich mache, bedeutet nicht, dass eine der vielen Sichten, die das Bild enthält, zugemalt worden wäre. Deshalb benutze ich so eine ganz stark verdünnte Acrylfarbe. Das führt nur dazu, dass dann noch dazukommend wechselweise in Schwarz und Weiß aufgetragen wird, sozusagen immer dichter wird. Davon geht nicht eine einzige Linie verloren, die ich irgendwann mal gezogen habe. Sondern sie ist als Konstrukt dieses Bildes immer vorhanden. Und das ist die Parallele zu uns allen, wie wir hier stehen, so unterschiedlich wir alle sind, so notwendig sind wir für das Gesamte, für die Gemeinschaft. Es geht niemand verloren, nie. Man darf ihn nicht zugleistern. Die Arena-Kapelle entstand 2001. Liegt, durch den Spielertunnel verbunden, in einer Linie mit dem Anstoßpunkt auf dem Rasen. Sie ist vollkommen in Schwarz-Weiß gehalten. Weder die Vereinsfarben noch das Thema Fußball überhaupt kommen hier vor. Ich habe also gedacht, pass mal auf, draußen am Spielfeld ist das Spielfeld und da sitzen die Leute drumherum und gucken sich das an, können das spannend finden, aber müssen selber nichts tun, ja, weil sie nicht wirklich ja, betroffen sind. Also stellvertretend. Und dann habe ich gedacht, das mag mit einem Fußballspiel funktionieren. Aber wie stellst du jetzt den Spannungsbogen her, sozusagen, wenn es auf die Kapelle zugeht? Da wird es sozusagen immer weniger delegierbar, sondern du musst es selber übernehmen. Dir wird klar, du hast die Möglichkeit, die Selbstverantwortung zu übernehmen. Das ist eine Chance, nicht eine Last, sondern das kannst du, das ist eine Freiheit. Porta Jom heißt Jokischs Idee für einen Urnenbeisetzungsort, der das ganz Individuelle jedes Verstorbenen bewahren möchte. Ich habe sozusagen diesen Friedhof entwickelt. Der ist in verschiedenen Städten gebaut. Und
Davon habe ich jetzt hier mal einen aufgebaut. Da sieht man ein Foto, das in so einem Glashaus 84 solche Keramikschreine sind, wo also Urnen enthalten sind. Meine Idee bei der Gestaltung dieses Friedhofs war, dem anonymen Bestattungen entgegenzusetzen, das ganz Persönliche.